So, guten Morgen, willkommen zu einem kleinen, ich sag mal, Nebenprojekt, das ich nur für Dämon starte. Weil er soll Super Mario Bros. 3 spielen für jemanden und er mag nicht, weil er irgendwie der Meinung ist, das ist schwer und so. Ja, deswegen habe ich gedacht, ich spiel's auch mal schnell, mal wieder. Alleine. Nein, im Battle Game gegen mich selbst. Und das wird wieder als ein Video-Ding hochgeladen, also eine ganze Folge als ein Video. Eine Aufnahme so als ein Video. Ich habe da unten so einen blauen Strich. Soll ich diesen blauen Strich haben? Ich bin mir nicht sicher. Und ich denke mal, so ein Welt pro Video werde ich schaffen, hoffe ich vielleicht. Und ich habe es ewig nicht mehr gespielt. Ich spiele übrigens die Super Nintendo-Ausführung in All-Star Collection, wie man gesehen hat im Intro. So ein tolles Intro, wo ja so richtig anspruchsvoll und so, ne? Also anspruchsvoller geht's ja kaum noch. So gar nicht. Ja, da ist die Grafik natürlich etwas besser und durch den ich hau mir noch 2 Milliarden Filter Emulator drauf. Original Super Nintendo Dingens, ne? Also ich habe ein Original Super Nintendo mit Super Filter natürlich. Das hier ist alles original und ich hänge hier gerade an meinen Kabeln. Boah, ich habe zu viel Kabel. So. Mal gucken, vielleicht mache ich auch alle Welten. Ich habe das Spiel schon lange nicht mehr gespielt. Hui. Oh. Ich werde auch nicht die Zauberflöten benutzen, auch wenn ich es mir wahrscheinlich holen werde. Einfach nur um zu zeigen, ich bin viel besser als du, Dämon. Bezweifle aber, dass sie das Let's Play wirklich anguckt. Oh. Oh mein Gott. Ich brauche eine neue, ja? Da ist zufällig eine, ja? Wie ich es wusste. Könnte fast mal, ich habe das Spiel schon mal gespielt. Aber nur fast. So. Was? Münzen? Hey, es ist so. Hey. Boah, das geht aber voll gar nicht. Blume, hey. Pilzblume. Oder noch einen Stern. Gibt es denn extra Punkte, weil ich alle von allen. Von allen 3-1 habe? Keine Ahnung. So, wir machen erstmal das lustige Ding hier. So, einen Pilz! Und. Ein Pilz! Hey, ich bin gut. Und. Und. Eine Blume. Toll. Ich hasse Blumen. So, dann gehen wir mal nach Level 3. Ja, und... Okay, dann eben nicht. Hau ab. Böse. Moment. Krieg ich noch. Dann eben du. Ja. Bin ich bescheuert. Ja, ich gehe weiter. Ich gehe einfach weiter. War da nicht noch? Ah, wusste ich doch. In späteren Levels wird es irgendwie wegen schwieriger, da weiß ich nicht mehr die Secrets auswendig. Ich hab's mal wieder voll drauf. Ne? So, hier war, wenn ich mich richtig erinnere, wir klicken mal nach unten. Also hier jetzt ducken. Geduckt bleiben. Oh mein Gott! Wir sind hinter dem Spielfeld. Und haben die erste Powerfülle gefunden. Hey, ja, bla bla bla. Tschüss, komm. Gib mir das Ding mal. Ich benutze es eh nicht. Damit könnte ich jetzt in Welt 2, 3 oder 4 gehen. So, was hast du Schönes für mich? Eine Kiste, hey. Ich nehme alle 3 und hau den Pilzkopf an aufs Maul. Da. Wow, ein Pilz. Wow. Ich hab's ja so voll drauf, wenn ich. Ach ja, das war. Oh, das war dieses Scrolling-Level. Gab es in den Scrolling-Level nicht noch irgendwie so eine Besonderheit, wo man alle Münzen aufgesammelt hat? Ich weiß es nicht mehr. Ich meinte, so, da gab es noch so ein ganz special-Ding, das so ganz special war. Vielleicht täusche ich mich da auch oder verwechsel es gerade mit irgendeinem anderen Spiel. Was ich nicht ausschließen möchte, ne? Ich nehme trotzdem mal alle Münzen mit, hey. Verwechsel es aber vermutlich. Hallo, tschüss. Eine paar Pilze. Ah! Boah, volles rassistische Holzbrett, habt ihr es gesehen? Hat mich voll rassistisch weggedrückt.
war voll nicht in Ordnung, nicht. Nie nicht, nicht. In Ordnung, nicht. Ich hoffe nur, es wird nichts asynchron. Ich renne, da nehme ich gerade noch Videos. Ha! Wie ich es einfach drauf habe. Und, hallo? Ah. Huiuiuiui. Knapp ist gar kein Ausdruck dafür, was das eben war. Dieses Video wurde leider wegen GEMA-Musik gesperrt. Wow, ein Pilz. Ich habe jetzt ehrlich gesagt mit dem Stern gerechnet. Es gibt, glaube ich, auch nur ein Leben. So. Alter, geht's weiter. Kann ich hier noch eine Feder finden, ist jetzt die Frage, weil sonst kriege ich die nächste Zauberflöte nicht und ich würde schon gerne alle mitnehmen, weil ich das schon gerne würde, ne? Ach. Seht euch den Nazi an, wie er die Hand hebt. Heil, heil, heil! Dieses Video wurde gesperrt, weil Nintendo nicht wollte, dass ihre Charaktere mit Nazis verglichen wurden. Kann gar nicht oft genug Nazis erwähnen. Ah, da gab es noch eine Zauberflöte drin. Eine Zauberflöte? In diesem Block. So, nochmal versuchen. Und dann fliegen wir mal da hinten rüber. Hui. Ah. Yeah, und da ist die zweite Zauberflöte. Jetzt könnten wir schon Welt 5, 6 und 7 betreten. Mit beiden zusammen. Das Schloss geht aber nicht auf, weil wir den Boss nicht besiegt haben. Das ist der Nachteil daran. So ein bisschen. Hui. Ich bin voll gut. Ich hab's voll drauf, ey. Ich bin voll Oberpro, ey. Na, da muss voll in Meeren noch das Basti, ey. Hör voll auf damit, ey. Das ist Basti. Irgendwie läuft das gerade so ein bisschen langsam. Ich hoffe mal nicht, dass das an der Emulation liegt. Oder das könnte möglicherweise daran liegen, dass ich nebenbei noch rendere und meine CPU das mal wieder nicht will. Würde niemand endlich mal einen neuen Rechner kaufen? So einen schönen Sechskerner. Ich habe überlegt, ob ich die Original Super Nintendo, Original Nintendo Version spiele, aber da ist die Grafik nicht so gut. Ich habe gedacht, ich spiele die hellen Sterne, ich bin voll toll. Ihr dürft jetzt in die Hände klatschen. Die zwei Gehirn, aber. So, wir. Ich habe alles erste Level geschafft und wow, ich könnte das. Ich bin so gut mal wieder. Ich bin immer gut. Aber heute bin ich ganz besonders gut. Ich kann voll gut die Musik nachsingen, ey. Geh ich voll zu DSDS damit, Alter. Oh Gott, das Niveau hat heute auch schon wieder. Es sinkt für sie das Niveau. Naja. Zu eines Niveau ist auch nicht toll. Ah. Ah. Okay. Wer es unbedingt einfach machen will. Ui, und Stern. Nein, das ist doch kein Stern. Weißt du nicht, wie ein Stern aussieht? Der hat so Zacken dran. Hammer, Bruder. Yeah. Hammer, Bruder. Nein, Hammer, Bruder. Bruder kommt erst später. Verdammt. Verdammt. Spring mal wieder hoch. Will ich nicht da unten bekämpfen, das ist scheiße. Super! Ich hab's voll drauf. Ja, so voll überhaupt nicht vor allem. Ha! Und wie ist drauf? Komm, gib mir das hier. Stern! Hey! Mach hier alles kaputt, ey! Oh, da ist eine Blume drin, wusste ich noch gar nicht. Interessant. Pick-up Box! Ich spiele, glaube ich, gerade die englische Version, deswegen reden die Englisch, oder? Gibt's. Ist das von der deutschen Version? Ich weiß gar nicht mehr. Reden die nicht immer Englisch? Help, help, help!
Oh, it's terrible! The King! Und so weiter und so fort. Da stand doch irgendwas, aber ich lese das jetzt nicht vor, weil... Ich spiele das ja eh nur, um Dämon zu ärgern, von daher. Mach hier voll den Speedrun! Bin voll langsam. Ich mache hier voll den langsamen, schnellen Speedrun. Der primär langsam ist. Und dann vor allem schnell. Holt euch mal ein Taxi und dann sagt zum Taxifahrer, fahren Sie zu, aber fahren Sie schnell zu, aber langsam bitte. Oder irgendwie so. Okay. Ich versau hier gerade meine schlechten Witze, die nicht lustig sind. Indem ich sie doch unlustiger mache. Ich bin toll. Ich hab's voll drauf. Oh, ich drehe mich im Kreis, bis ich kotzen muss. Lalalala. Die Musik erinnert mich ein bisschen an Terranigma. Oh. Oh nein! Hat mich getroffen, ich bin tot. Ah. So kam hier nicht noch ein Block. Ein Block? Nein. Ah, unsichtbarer Block. Nein. Das hier ist kein schlechter Hack. Hüpp! Und tschüss. Boah, er ist tot. Yeah, guck mal, mich voll in der Luft schwebe. Ja, yeah, voll Matrix-Style, Baby. Das ist no bullet time, Mann. Jetzt falle ich voll schnell, aber ich habe zum Glück diesen Stab. Ein Fallschirm wäre zwar besser, aber der Stab tut's auch. Hey, Süße, willst du mal meinen Stab anfangen? Thank heavens, I'm back to my old self again. Vorher warst du hübscher. Thank you so much, hier ist a letter. If you see any ghost, be careful. They will give chaos if you turn away. Gibt's schon Geister? Ach ja, richtig, ich erinnere mich. I have enclosed a chival that helps protect you. Ein Jew, ein Juden hat sie, ja, okay. Ich lasse diese rassistische Witz. Und wir sind in Welt 2, hey. Ist die bei 80.000 Punkte nicht so mal so ein Kartenhaus erstellen? Scheinbar nicht. Egal, Kai, ich hab gesagt, ein Level pro Video. Und ich sag einfach Scheiß drauf. Ich liebe es. Und mich meine eigenen Befehle nicht so. Befehle. Ich befolge meine eigenen Befehle nicht. Ich muss mir selbst befehlen, mich zu erschießen. Und diesen Befehl dann ignorieren. Ah, das soll er jetzt nicht übertreiben. Ein Stern! Continue. Nimm das! Yeah, voll die Rolle rückwärts. Bin voll. Wollt mir doch verarschen! Hm, was ist denn da drin? Keine Ahnung. Schauen wir doch mal nach. Ich könnte jetzt behaupten, ich weiß, was da drin ist, aber das wäre gelogen. Nein, ich weiß es. Eine Röhre. An dem Vieh. Münzen, hey. Wertvolle Münzen. Toll. Und dann hat er irgendwo anders. Ah! Wie war es? Das Ding kann durch Stein springen? Habe ich ganz vergessen. Ich habe auch ganz vergessen, dass ich. What the fuck? Was tue ich hier? Ich soll vielleicht mal. So. Drei Nummern zurückschrauben an Geschwindigkeit, dann wird das halt auch wieder was. Hey, ich habe 1000 Punkte bekommen. Und ein Leben. Eins hoch! Ich darf eine Treppenstufe nach oben steigen, hey. Oh. Ich könnte jetzt speichern und aber nur. Ich könnte auch die Komplettlösung, die wir haben, diesen alten Spieleberater, wo die Kombination drin ist, aber die brauche ich nicht. Da können wir dann nämlich genau schauen, welches Kartenhaus wie aufgebaut ist. Nee. Dann könnte man auch wirklich effizient was gewinnen. Fand ich voll cool damals. Habe ich aber nie benutzt. Nein, habe ich natürlich benutzt. Also nicht mehr, seitdem ich safe staten kann, aber. Darum geht's gerade nicht, ne? Oh.
Was war das denn für eine genetische Modifikation? Für ein genetischer Unfall. Gib mir den Pilz. Oder auch nicht. Gib mir nicht keinen Pilz. Ich bin Pro, weiß. Oh. Wenn man alle Leben verliert, muss man alles nochmal machen. Schön, nicht? Ich wollte nur diesen Pilz haben, deswegen habe ich das jetzt gemacht. Das ist so, jetzt habe ich den Pilz, ne? Jetzt kann ich voll viel höher springen und so, weil ich jetzt voll viel fetter bin. Und fette Menschen können allgemein hoch springen. Andererseits, ich will nicht fett sein, ich will lieber dünn sein und so. Hey, ein Pi-Switch, eine leuchtende ein Pipi-Switch. Der Switch kann mich mal am Arsch lecken. Ich springe jetzt hier. Punkt, genau. Ich mach einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Ja. Und tu einfach so, als würde ich nicht 2 mm neben den Gegnern vorbeispringen. Ich habe heute Deutsch Grammatik. Leistungskurs im Deutsch habe ich eben, ne? Na komm. Komm schon, ich habe heuer noch was vor. So, ich muss mal gucken. Hallo. Tschüss. So, wir hüpfen mal über die... Nein, ich weiß nicht alle Gegnernamen aus. Ich weiß überhaupt nicht, ich kann mir so Sachen nicht merken. Guck mal, ein hässlicher Geist. Und dank dem Filter sieht es irgendwie stellenweise noch viel hässlicher aus als im Original, wie ich finde. Da wurde ein bisschen zu extrem gekanten geglättet und so. Zu extrem gekanten geglättet, ja. Ich wurde ein bisschen zu extrem gedeutscht. Nein! Scheiß Pilz. Soll ich denn so meine Drogensucht finanzieren, wenn mir die Pilze weglaufen? Das geht ja mal gar nicht. Das bildet euch nur ein, dass das nahe dran war. Och, ich sowas liebe. Oh mein Gott, er sieht mich, da bewege ich mich lieber nicht, weil dann wird er mich bestimmt nicht für gefährlich halten. Bestimmt nicht. Nee, geh weg. Geh es sterben. Ich geh doch mal durch die Tür. Oh mein Boss, ja. Nein! Ach. Der war toll, hm? Ich lass mal da voll drauf. Packe ich mal meine ganzen Skills aus, ey. So überhaupt nicht, egal. So, ohne Pilze ist das immer ein bisschen scheiße. Egal, Karl. Man muss auch mal ein bisschen hängen, ne? Ich glaube, ich habe jetzt schon mehr geschafft als Dämon in seiner ersten Aufnahme. Die er wahrscheinlich schon wieder gelöscht hat und es doch nicht aufnimmt. Ah! Pfeife. Und diese Leute, die Let's Plays anfangen, es nicht zu Ende bringen. Ganz vorsichtig und schnell und hektisch und dann voll in den Tod gesprungen. Diesmal schnappe ich mir aber den Pilz. Yeah. Ich hab voll die Hallos, ey. Ich sehe Geister. Und herunterfallende Steine, die dann auch wieder nach oben schweben. Voll geil, das Zeug. Na komm. Hoch, 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 hoch. Miau. Willst du mich jetzt einfach drüber springen oder sterbe ich nur wieder? Ich sehe dich. Alter! Sehe ich dich voll? Ich sehe dich. Was? Nein! Ach, leckst mich doch am Arsch. Ich hab's voll drauf heute mal wieder. Was ist überhaupt noch da hinten? Ach, nichts. Okay. Nichts! Das nehme ich mit. Dafür habe ich auch meine Nichtsminen in. Zieler gebaut, meine Nichtsminen, die nichts ernten. Hüp.
So, jetzt auch mal mit Gefühl hier. Das war Gefühl. Da! Die haben wir gar nicht hier. Komm, die sterben. Oh, ein Fragezeichenball. Den werfe ich jetzt kleinen Kinder an den Kopf. Ja, scheiße, ich bin selbst ein kleines Kind, verdammt. Mit einem Schnurrbart. So eine Smoke Bowl. Das war jetzt vielleicht nicht so die beste Idee, als kleiner Mario das zu tun. Bei näherer Überlegung war das keine so gute Idee. Ich kann mich nicht ducken. So geht das. Gesehen? Dann macht's mal nach, Jungs. So, ich will erstmal das Pilzhaus da unten auseinandernehmen. Alter, ist voll die krass Party am Start. Wo ist das alles da? Ist Pilz. So viel Zeug da, ich kann schon gar nicht mal reden vor Spaß. So, heute nehme ich die mal die dritte. Yeah! Ich sag dir, der Typ hat krasses Kraut, Baby. Komme jetzt auf Kraut, keine Ahnung. Krautsalat. Esst Krautsalat. So, hier unten könnte ich, wenn ich einen Hammer... Ne? Soll ich nicht so längst so einen Hammer haben? Scheiße, ich habe keinen Hammer, fällt mir jetzt auf. Mist, dann kann ich mir die dritte ja gar nicht holen, oder? Ne? Also die dritte Flöte jetzt, die ich dann nicht benutze. Verdammt, warum habe ich keinen Hammer? Ich müsste doch einen Hammer haben. Verdammt! Ist ja der Hammer, dass ich keinen Hammer habe! Ich hab's so drauf. Mist, dann... Warum habe ich jetzt keinen Hammer, hä? Hab ich den nicht in der ersten Welt bekommen? So ein Mist! Ich habe keinen Hammer! Das geht ja mal gar nicht. Aber so überhaupt gar nicht, was? Das verwirrt mich jetzt. Ich kann nicht mehr richtig spielen. Gut, das konnte ich vorher schon nicht, darum geht's gerade nicht. Vielleicht soll ich nicht unbedingt hier parken, ja? Vielleicht, ich sehe mal wieder den Boden nicht. Und dann geht's wieder Sprung. Yeah, ich hab voll drauf. Ah, ja, ich hab's voll drauf vor allem. Vor allem voll habe ich's, ne? Egal, ich habe noch 3 Leben. Und wenn, dann muss ich nur alle Level nochmal spielen. Ich brauche wieder einen Pilz. Warum gibt es hier keinen Pilz? Das ist voll Rassismus. Hier wird mein Drogenkonsum einfach nicht ausreichend unterstützt. Das geht so nicht. Aber so überhaupt nicht geht das. Ist da vielleicht ein Pilz drin? Nein. Hier ist glaube ich auch nirgendwo einer drin. Hast du nicht irgendwie noch so einen Block, der springt? Nein, du warst einer. Du warst doch auch hoch einer. Halt, da unten rein. Hui! Der war knapp. Da ist ja der Ausdruck für das, was das war. Ding, 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 ding. Bringt schön Punkte. Lalala. Ich glaube, da ist noch ein Pilz drin, aber den werde ich mir jetzt nicht holen. Ich stelle mich was, was im Unglaublich ungeschickt an. Und einen Stern, toll. Man könnte fast meinen, ich mache das einfach so schnell durch. Nein, nein. Was ist das? Ah, ich starte das auch noch. Oh, habt ihr das gesehen? Das sehe ich einfach abgehen. Also so voll abgegangen bin. So. Mit voll abgehen. Nee. Oh, komm. Lass mich da weg.
Hui! Jetzt kommt die Sonne. Wow, 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 wow. Wow, hallo Sonne. Hallo, tschüss Sonne. Miau. Oh, ich hab den Kasten. So. Ich hab einmal alles. Geh auch noch ein Leben. Lohnt sich überhaupt nicht. Ah, aber das krieg ich das nächste Haus auf Dings. Oh, ich darf das weitermachen. Stern war hier. Jawohl, ich bin gut. Boah, Pilz war hier? Ja, ich hab's so drauf. 20 Münzen waren hier. So, 10 waren hier. So, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Ich nehme mal die hier und die hier. Boah, ein Ab und Blume. Bleibt das jetzt? Ja. Ah, ein Ab. Ich darf noch eine Treppe steigen, hey. Oh, Pilz, vielleicht da oben. Ja! So, jetzt vielleicht eine Blume? Nein, Stern. Und da? Ah ja, fast Stück. Klar. Ach, schon wieder so ein Kackpilz. Was soll ich denn damit? Dass er sich nicht schämt, dass es seine Brüder ihre Köpfe essen. Also mitnehmen, technisch. Oh, Kettenhund, guck mal. Der war jetzt schön, ne? Ja, der war schön. Ah, herrlich war der. Wie gemalt war das jetzt? Jock, warum auch immer ich jetzt auf gemalt komme. Och Mist, da ist bestimmt Pilz drin. Nicht für mich. Nee. Och nö. Das war der Luftwiderstand von dem Bumerang, der hat mich weggedrückt. Das war... Also nicht meine Schuld, das war der Luftwiderstand, wie gesagt. Ach komm. Das finde ich so. Ich zeige es mal wunderschön, wie man es nicht macht, ja. Oh Gott, ich gehe da als Kleiner schon wieder hin. Mir hat das erste Mal nicht gereicht, ich will doch eine Rückrunde als Kleiner, Mario. Oh. Ja. Mir ging gerade mein Leben aus. Was bist du denn da? Komm, geh sterben. Niemand mag dich, geh sterben. Jetzt aber, na also. Und schon habe ich schon eine Pilze. Für meine Salami-Pizza. Mit ohne Pilze. Und jetzt bin ich so ohne Pilze, wie gesagt. Komm, zeig mir mal, ob da noch ein Pilz drin ist. Ja. So, weiter geht's. Wieder an den Pilze. Für meine Pilz ohne Pilz-Pizza. Und da ist der Pilz schon wieder weg, wie gesagt. Hup. Das ist eine Pilz ohne Pilz-Pizza. Oder so ähnlich. Oh, ich hab gedacht, die erwischt mich noch. Aha. Lach dich aus und lass sie da stehen, dann hast du bis zum Verhungerst da weiter Bumerang gewerbt. Und tschüss. Tja. Es läuft. Mal gucken, wie viele Levels ich heute schaffe. Ein Level pro Video war die Ansage, ne? Ach. Ach, komm nicht schon wieder! Okay, ich muss mir mal was. Ich muss mal ein paar Drogen reindrücken.
damit ich nicht doch noch sterbe. Hui! Und Kiste. Kiste. Ah, da krieg ich den Hammer. Ah, Kettenhund. Nein! Verdammt. Och nö. Hui. Toll, darf noch alles machen. Toll. Mist. Egal, Karl. Ja, komm, setz mir dazu. Mach hier mal die Kiste. Oh. Ich hab was Brauchbares. So. Mach jetzt nochmal alle Level, oder? Ja. Ich höre, dass überall M's stehen, wenn ich durch bin. M, wie mega toll. Weil, was soll das M sonst bedeuten? Außer mega toll. Vielleicht meisterhaft. Vielleicht ich spring hier in so... Mit dem Ding möchte ich ehrlich gesagt keine intime Freundschaft aufbauen. Ich glaube auch nicht, dass ich da runterspringen wollte, oder? Oh, vielleicht doch. Pilz. Fürchtet mich, denn ich habe Pilze. Daraus kann man Drogen herstellen. Ah, da bin ich doch schon letztens reingesprungen, oder? Ich meine mich daran zu erinnern, ja. Ist unglaublich spannend, jetzt alles nochmal zu sehen, ne? Kann ich mir vorstellen. Aber ich mache alles nochmal, ich kenne da keine Gnade. Ganz schnell drücken, vielleicht wird's ja was. Ja, schon wieder so eine genetische Missbildung. Das bringt's einfach nicht, diese Genetik. Oder so ähnlich singt das Lied. Ich stehe hier oben auf meiner schwebenden Plattform. Ja, schwebende Plattform. Mann, zum Glück gut, dass niemand weiß, dass ich Mario heiß und Drogen nehmen wie die Hölle. Ich fliege eine Plattform, Koopas See und so lause Zeug. Hö, komm, wir fahren weiter. Oh, egal, wir fahren weiter. Wand ist voll hässlich, fällt mir gerade auf. Wenn du auf ewig hohe Auflösung drehst, ist das voll hässlich. So, Alter, geht's weiter. Ich will die ganze Zeit hier noch Dings rumeiern. Wo war denn der? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Da muss ich gleich, glaube ich, doch mal Save States benutzen, weil ich mal... Oh, einen Stern. Jo, ich muss nur aufpassen, dass ich nicht hier irgendwo in die Sackgasse schüpfe. Ich habe den Stern ja mal effizient genutzt, möchte ich sagen. Ey Junge, Alter, hau ich dir noch Small, dann siehst du auch Sterne. Siehst du überall Sterne, ja? Wenn du mal Bescheid weißt. Oh, das ist gar kein Gegner. Ach nein, die kommen hier erst. Gut, dass ich ein fotoglyphisches Gedächtnis habe. Was auch immer glyphisch damit jetzt zu tun hatte. Ach, da springe ich immer so spät. Bin ich in der Lage dafür, schnell genug zu springen an dieser Stelle. Oh, ich wollte noch die Punkte mitnehmen. Naja. Wollte ich scheinbar doch nicht. Hey, ich habe 2 Sterne. Hey, toll. Ich glaube, es ist nur ein Leben. Das ist mal. Ach
Mist. Er will mich nicht durchlassen. Ach, die Sonne wieder, ja. Kann ich eigentlich töten? Ach, da war ja was. Ich erinnere mich. Ich weiß noch nicht mehr was. Vielleicht ein Sandsturm. Jetzt habe ich gerade so ein kleines Gegnerproblem, wie ich finde. Aber ich habe es über den gelöst. Ui, Sonne. Sonne ist das. Zerstöre Haut und hat durch Krebs, wisst ihr das? Deswegen müsst ihr der Sonne immer ausweichen. Na komm, einmal darfst du noch. Hui, 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 hui. Knapp war kacke Ausdruck für das, was das eben war. So, habe ich überhaupt. Brauche ich nicht noch einen zweiten Hammer? Scheiße, ich glaube schon. Ja, ein Scheißendreck. Geht es ja gar nicht. Was soll denn der Müll? Und eine Blume. Bunte Kräuter, wenn du die einwirfst, dann geht's richtig ab, die Party. Zum Glück dauert das nicht lang. Wie ich jetzt sinnlos Zeit verschwende. Hab ich jemals gebacken bekommen, diese Pflanze hier mitzunehmen? Ich glaube eher nicht so. Hey du, ja du. Halt! Bleiben Sie stehen im Namen der Polizei. Wir arbeiten jetzt in Rot. Denn Rot ist tot. Ich positioniere mich mal hier. Und tschüss. Yeah, jetzt habe ich wieder einen richtig harten Schwanz. Da geht das wieder ab. Mit Schwanz geht's ab. Deswegen sind Männer auch besser als Frauen. Oh, die haben mich immer einen Schwanz. Kapierte Schwanz. Voll lustig. So. Alter, geht's weiter. Mit Schwanz. So, was war das? Ach, das war das mit Kettenhundi. Den kennen wir ja. Da ist noch ein Kettenhundi. Ja, ja. Ich hab ja meinen Schwanz. Oh, er hat mir meinen Schwanz abgebissen, der Hund. Das geht ja mal gar nicht. So, und die Schildkröten habe ich auch noch gefressen. Ist da unten irgendwas Interessantes? Oh. Zufälligerweise ja. Zufälligerweise sogar. Wow, ein paar Münzen. Das ist, ich bin begeistert. Ja, vielleicht meine Stimme schon hört. Oh, eine Röhre. Lass uns doch mal in dieses enge Rohr kriechen. Oh, Scheiße. Ist da irgendein mit dem Ding was drin? Wer sucht, der findet oder wie? Oh, komm, ihr wollt mich doch verarschen. Oh, ein Pilz. Yeah, ich bin groß. Ich komme noch mal ganz groß raus. Ah, boah. Schlechten Witz, das ist. Wo nehme ich die her? Dieses. Ich denke mir die meisten spontan aus, das ist das Schlimme daran. Eine Feder. Feder, Schwanz, meine ich. Feder weiß den nächsten Teil. Hier hat man einen Schwanz. Ich habe dich voll in Münzen umgewandelt. Das Spiel will uns sagen, dass man Tiere in Geld verwandeln kann, wenn man sie tötet. Und das gibt Punkte. Und Punkte sind gut. Punkte geben Belohnungen. So, habe ich es mir jetzt gemerkt? Nein, natürlich nicht. Es waren nur noch zwei Karten übrig, das, zwei Paare. Deswegen war das viel zu einfach. So. Und damit hätten wir das Haus komplett ausgeräumt. Yeah, den haben wir voll ausgeräumt, den Typen. Ja, ja, sind's mir jetzt zu. Komm, schauen wir mal, was wir heute rauskriegen.
Schon wieder so eine genetische Missbildung, ey. Das muss nochmal zurück ans Reißbrett. Super, ich kann nicht mal nach oben. Hä? Wo soll ich denn hier hin? Verstehe ich nicht. Bestimmt muss ich hier oben lang. Hä? Geht's gar nicht weiter? Ich komme nicht an die Tür ran. Okay, lass den Unsinn. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Hier geht's nicht weiter. Ich bin ja sehr mutig. Ich glaube, umgangssprachlich nennt man das auch dämlich. Aber darum geht's nicht. Hol mir wieder einen Schwanz. Er braucht immer einen Schwanz. Man kann nie genug Schwänze haben. Also als Frau jetzt. Als Mann, naja, ich weiß nicht. Gut. Solange man sie nicht alle in der Hand hält, sie einem selbst gehören. Wow, wie ich es nicht schaffe, diesen Block zu treffen. Jetzt. Das ist eine Sackgasse. So sagt mir das denn keiner. Wo kam der neue Gegner denn her, wenn da eine Sackgasse ist? Nächste Frage, wenn da eine Sackgasse. Scheiße, wie komme ich jetzt da dran vorbei? Kann ich die Kamera nicht drunter durchrutschen oder ging das erst am nächsten Teil? Nein, es geht auch in diesem Teil, okay. Aber da komme ich jetzt nicht rein. Boah, solche Arschgesichter. Das war gemein. Geht ja mal gar nicht. Das geht ja mal so gar nicht. Schlechtes Level-Design. Mann, Mann, Mann. Boah. Mann. Es tut weh langsam. Oder konnte man mit einem Pickel mehrere Steine zerhacken? Ich weiß es gar nicht mehr. So, du gehst mal sterben. So, dich nehme ich mit. Ja, yeah, guck mal, mein Panzer. Panzer, ich grüße sie. Hey, lass mich rein. Bloß weil ich ein Nazi bin. Bloß weil ich einen geilen Flammenwerfer umschnall und Feuerbälle verschießen, dabei sie heilt, meine rechte Hand zum Hitlergruß hebe. Weil ich hier diskriminiere, das geht gar nicht, sage ich euch. Sehr diskriminierend finde ich das. Ich finde meine Diskriminierung. Ich finde mich dadurch voll diskriminiert. Hört auf damit. Okay, jetzt nochmal. Hui! Ach, du bist so einer von diesen Typen. Nein, ich nehme nicht doch mal einen von denen mit. Scheiße! Drückst du, glaube ich, ganz gut, also komm wieder, ne? Ja. Piau. Kein Pilz. Ja. Ich mach Drogen! Bin voll auf Entzug! Ich bin schon gegen Röhren. Ich bin mir schon ein, dass ich durch Röhren komme, so auf Entzug. So sehr bin ich schon auf Entzug. Huhu, kuck, kuck. Und tschüss. Miau. Kannst mich mal. So. Jetzt muss ich doch mal was testen. Und zwar, wo war denn das? Ach. Das Ding mehrmals zu benutzen? Ah, perfekt. Ich hatte also auf und die Mitte. Yeah, und deinen Froschanzug. Yeah. Ich bin schon geiler Frosch. Was? Moment. Wie? Wie meinen jetzt? Ja, der ist rot. Und ich bin gleich tot. Boah. Ich hab's so drauf. Muss ich töten. Der muss sterben. Ich habe zum Glück noch Hilfs-Items. Ich sollte vielleicht mal auf sie drauf und nicht ständig drüber springen.
die Pilze sind eh unwichtig, also weg damit. Warum ist da überhaupt eine 3? Ist doch Level 2. Oder weil man hier die... Ach, ich glaub's nicht. Tschüss jetzt. So, her damit. Dritte Flöte. Jetzt könnte ich schon in Level 8, Welt 8 gehen. Level 8, mhm. Gibt's hier doch gar nicht, so. Ich geh jetzt hier noch einen angeln und dann... findet man hier übrigens die dritte Flöte. Das wisst ihr jetzt. Das wisst ihr voll Bescheid, das ist halt voll Insider. Und so, ne? Nehmen wir noch einen Pilz? Ach komm, ein Pilz geht immer noch. Mein Gott, ich sehe einen Käfer, der auf dem Kronen rumkrabbelt und geistig behindert ist und deswegen da runterfällt. Was zur Hölle? Ja, ja, King wurde geformt und so, ne? Vor allem sein Gehirn. Es ist weich wie Matsch. Ich bin auf einem Luftschiff. Hey, Luftschiff, hey. Was? Ich habe doch geduckt. Verpacktes Spiel hier. Na gut, dass ich den Pilz genommen habe. Bröt, bröt, bröt. Ich soll vielleicht erst schon ausweichen, bevor das Ding in mir drin steckt. Nee, das ist zur Hölle. Was war das denn jetzt eben? Ich habe noch mehr Pilze. Ich muss die alle mal wegbekommen. Man kann da, glaube ich, maximal was sonst? 3 oder 4 solcher Leisten voll haben. Die kann man noch gar nicht Drehsprung machen. Hui! Okay, also wir stellen fest, wenn wir springen. Nach vorne steht er irgendwie auf. Oder ich bin so blöd, nach vorne zu springen und hey, ich habe 100 Punkte gewonnen. Hey. Hallo, liebe Kanone, warum kann ich dich nicht mitnehmen und als Waffe benutzen? Ah, diesmal bin ich schlauer als du. Was ist da denn drin? Guck mal, wie ich jetzt die Hand heben kann. Heil, heil, heil! Heil, heil, heil. Hoffentlich bleiben die Kisten heil, heil, heil. Böse Kanonen. Pfui, aus! Toll, meine kleine Kanone hat mich schon wieder in die Enge gepisst. Jetzt muss er nicht aus Stuben rein werden. Ja, ich bin voll verbrannt dabei. Lebendigen Leib, boah! Ich finde nur die Schmerzensschreie, aber die hat man damals nicht hin so hinbekommen. Hat sie nicht irgendwo mal eine Truhe, oder ist die unsichtbar oder wie? Hey, nein, das Loch zu springen war eine gute Idee. Vor allem so effizient. Bup und tschüss. Ja, und tschüss. Oh, still! Yeah, Matrix-Style! Ultra No Bullet Slow Motion Time. Ich kann voll in der Luft stehen. Kann auch Kugeln ausweichen, aber da kommen gerade keine. Ich hab schon wieder meinen Fall schon vergessen. Ah. Naja, der Betonboden bremst meinen Fall schon. Funktioniert immer. Bing. Ja, es geht auch nicht kaputt. Oh mein Gott. Es ist wieder ein geistig behinderter König statt ein geistig behinderter Käfer. Das ist eine echte Verbesserung, so gar nicht. Host, protect you, Princess Toads. You can stomp on your enemies using Kuribos Schuhe. Ach ja, das waren diese komischen Schuhe, ne? Boah, Wasserlevel, wie man sie hasst. Ah, das ist auch so. Oh, ich hätte den Froschanzug benutzen sollen. Wow, ich kann so schnell schwimmen. Ich bin auf Drogen, ich bin. Geistig behindert, wie es aussieht, weil ich voll in die Gegner reinschwimme. Ach, hier geht's auch runter. Und das sind Münzen. Und das ist eine feuerspuckende Blume. Wenn man sie kennt und liebt. Oder nicht liebt, eher gesagt. Du, du. Wow. Muss da rein, ne? Ja. Ich glaube, ja. Ich glaube, ich bin hier richtig. Ich glaube, ich werde hier nie eine Dreier-Kombo hinbekommen.
Zweier-Kombo wird so das höchste des Glücks sein. Ich hab da rechts 7 Grafikfehler. Das sollte so, glaube ich, nicht ganz sein. Nein, 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 da war ein Stern, so ein Scheiß. Da fahre ich nach rechts und nach oben, nach unten, da springe ich auf den Hecht. Und da springe ich auf die nächste Plattform hier. Und dann bin ich wieder klein. Da rechts habe ich gerade voll den Grafikfehler. Ich weiß nur leider nicht warum. Und ich springe hier, weil ich bin ein wenig dumm. Dumm, 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 dumm. Dum, dum, dum. Ah, schon wieder von jedem 3. Von jedem 1. Von jedem 3, hm? Ich presse da einfach mehr in ein Ding. So, wir machen noch das Pilzhaus. Bla 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 bla. Wir haben noch einen Froschanzug, hey. So, mal gucken. 1, 2, 3. Gut. Werde ich bald feststellen, glaube ich. Oh, nö, 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 nö. Ich habe schon wieder einen Grafikfehler. La, 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 geh weg. Geh weg, 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 weg. Ich lauf ganz schnell. Ich kann so toll singen. Ich geh zu der SDS, Mann. Ich bin so toll. Mein Penis ist so lang. Lang, long, long, toll. Ja. Das passiert, wenn man den Text verhaut. Man wird gefressen von einem scheiß fetten Fisch. Ich hasse diesen Fisch. Oh mein, ich bin schon wieder auf dem letzten Leben. Das geht so schnell hier. Super Mario World dauert das immer ewig, weil man da 2 Milliarden Leben findet, aber hier irgendwie sogar nicht. Ich hasse diesen Fisch. Save and continue. Hey toll, ich darf nochmal alles machen. Ist das nicht geil? Aber ich habe jetzt noch einen Froschanzug, den werde ich auch gleich mal anziehen. Yeah. Ich bin ein fetter Frosch, der ich fress Fliegen. Kann ewig schnell schwimmen und voll kontrolliert vor allem. Das ist so richtig geil. Und ich habe hier rechts schon wieder so Grafik. Glitch, Fehler, Glitches, Fehlglitches. Ich fehle im Glitchen oder so, keine Ahnung. Ich glitche in die fehlende, in die Fehl. Was? Nein, das ist jetzt völlig falsch. Da, da, da. Boing. Yeah. Yeah. Mich an, wie ich springen kann. Sieht voll scheiße aus. So, komm. Eine Zwischenwelt will ich nicht machen. Jetzt erst das Geräusch, das der macht, wenn er springt. Und ich habe hier schon wieder Grafikfehler und ich weiß nicht warum. Hm, toll, ich habe einen Stern, ja. Toll! Richtig geil. Geil, 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 geil. Das ist eher weniger. Nein! Nochmal schöner Frosch an. Für wie so eine Hakenkreuz, Flammenwerfer-Dingens. Toll! Heil!
Heil! Heil! Heil! Komm schon. Erste Welt lief schon noch so schön. Naja, kann das Pizzas nochmal machen, hey. Wir haben es ja nicht so eilig, ne? Ich hab Dämon. Ich krieg gleich noch so einen Froschanzug. Sehr gut. Ich hab Dämon eh schon um 3 Welten überholt, glaube ich, inzwischen. 2 Welten. 2, 3 Details. Eine Blume steht jetzt da unten. Was soll ich denn jetzt damit anfangen? Wie soll ich da überhaupt hinkommen? Kann ich den töten damit? Grillfisch? Sieht schlecht aus, Sex. Doch, ich kann ihn töten. Aber der kommt, glaube ich, wieder. Immer wieder. Hey, 1000 Punkte, weil ich... Ja, er kommt wieder. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er wiederkommt, ja. Ist so ein Gefühl. Kennt ihr vielleicht? Diese Gefühle, die man hat, wenn man gefressen wird. Vielleicht hatte das einer von euch ja schon einmal. Was mache ich denn? Nicht aufpassen, ja? Weiß gar nicht, woran das liegen könnte. Weil ich die ganze Zeit irgendwelchen Scheiß laber? Nein. Stimmt nicht. Wie könnte es daran liegen können? Warum habe ich da rechts Grafikfehler? Grafikfehler. Oh, da ist ein P-Switch. Eine der B-Switche. Ein Switch für alle P-Blöcke. Hahaha. Habe ich dich voll abgemäht. Oh, scheiße. Wow, 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 wow. Was sollen wir jetzt langsam mal abstellen? Lalalalala. Geh weg! Ah. Mit Bau meine ich, buh. Mit Bau meine ich, boah. Und da rein. Och nö, achso. Es ist durch die Geschichte. Ah, ist nichts drin. Ich bin doch schon Fisch von oben! So. Meine Flasche ist leer. Kein Wunder, dass hier nichts mehr vorwärts geht. Das geht doch mal gar nicht. Muss ich erstmal austauschen hier. Ah, geht eine volle und so, ne? Mm. Ja. So. Mann, der war gekonnt und jetzt habe ich feuchte Hände. Hey Süße, soll ich dir auch mal feucht... Lalala, ich gehe jetzt einfach mal in die Tür. War jetzt nicht so gut, glaube ich. Lande ich denn da? Ah, lande da. Umgangssprache auch hier genannt, oder nicht denn da? Ach Mist. Was ist denn in dieser Box drin? Einen Schwanz! Ich habe wieder einen Schwanz! Ach, das ist toll. Ist es nicht schön, einen Schwanz zu haben? Und die Grafikfehler an der Randseite rechts sind weg. Also das ist es nicht, das ist es auch nicht, das ist es auch nicht. Ich kann euch sehen. Ich sehe dich. Ich seh dich, dich und deine Mutter zu holen, so. Dupdidup. Wo geht's denn hier? Bin ich vielleicht hier? Zufälligerweise scheint das hier. Was? Was? Was ist denn hier für ein Unsinn? Okay. Geht's hier rechts? Nein, hier rechts. Mhm. So, hier ist auch nichts mehr. Gut, gehen wir da raus. Und gehen da rein. Verdammt. Oder ist es hier unten irgendwo? Hey, hier unten könnte ich mir noch einen Schwanz holen, glaube ich. Aber ich habe schon einen. Oder, ach, da geht's weiter. Nee. Hä? Nein?
toll. Ich soll das Spiel öfter spielen, dann wüsste ich, wo es weitergeht. Ich hoffe, ich sterbe nicht noch, wenn nur Zeit und so. Das wäre ärgerlich. Na komm, hoch, 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 hoch. Also dieses nicht, dieses auch nicht. Dieses bestimmt auch nicht. Ah, ja, ja, jetzt sehe ich es natürlich, natürlich. Das ist, es ist die hier. Nicht so wirklich Sex. Hä? Ich bin verwirrt. Die Sache verwirrt mich, ehrlich gesagt. Ich kriege unten immer wieder Federn. Was will mir das Spiel damit sagen? Du brauchst Federn! Nein, Schwänze. Ja, Federn. Das sind keine Federn, das sind Schwänze. Okay, fassen wir mal zusammen. Das ist sie nicht, das ist sie bestimmt auch nicht, das ist auch nicht. Ist zu offensichtlich. Das hier auch nicht, das hier. Haha, perfekt. Ich wusste es gleich, dass es diese Tür ist. Ich hasse unsichtbare Wände. Ach komm! Oh, es wird zeitlich gerade eng. Boah, ihr erst super schnelle Bossmusik. Kommst du jetzt mal runter? Was? Wie mies ist das denn? Spinnst du hier? Komm, geh sterben. So, jetzt habe ich wieder keinen Schwanz mehr. Endlich verliere ich meinen Schwanz. Ich hoffe, ihr erwartet nicht, dass das Niveau nochmal irgendwann steigen wird. Hallo, Bruder. Ah, fuck. Sowas hasse, wenn sowas passiert. Ist immer scheiße dann zu erwischen, wenn sie... Ja, jetzt ist natürlich richtig scheiße. Ja, toll. Das ist Mist, wenn man die dann nicht gleich beim ersten Mal erwischt. Boah, wie komme ich da jetzt ran, Mann? Ja, gar nicht mehr, würde ich mal sagen. Ach, gehen wir erstmal nach links. So, wir setzen als Startpunkt. Und. Na, wieder eine genetische Missbildung, verdammt. Oh, hier geht's nicht rüber. Hab ich noch einen Pilz? Nein. Ich nehme mal eine Blume. Ich fresse mal ein paar Kräuter und so. Was? Ja, richtig, ist ja abhängig davon. Kann ich die mit Feuerbällen töten? Ich weiß gar nicht. Ja, geht. War ja doch gut, dass ich eine Blume genommen habe. Ja, nimm ein paar Kräuter und schon hilft's, ne? Melissen Kräutergeister, wie der Scheiß heißt. Ordentlich nehmen und dann kommst du mal ganz runter, du Penner. Komm, sieh's ein, du bist ganz unten an der untersten Ebene der Gesellschaft angekommen. Yeah, Kiste! Wow, Stern, hey. Da noch so irgendwas drin? Nein. Oh, ich habe einen Stern. Hey. Applaus, Applaus, Applaus. Und der ballern sie einfach weg, die Luhumen. Ich habe einen Schwanz. Jetzt habe ich wieder einen Schwanz. Nein, nein! Ach, komm! Kaum habe ich meinen Schwanz, ist er schon wieder weg. Ich will endlich mal einen längeren. Ich will so. Ich will praktisch einen dauerhaften Schwanz. Einen totalen Schwanz, könnte man sagen. Du hör auf, da hier deine Fallschirmspringer oder was um das denn abzuwerfen. Würdest du da bitte. Danke. Was ist denn da noch so? Oh, ein Leben. Ach, ich hasse diese Wolke, die Zeug wirft. Ah. Ha. Ja, ich bin schneller als du. Tschüss. Ah.
So ein Dreck hier drüber. Ein Drummer. Kennt ihr Drum-Dreck? Ist fast wie Krummer-Dreck. Nur gerade. Bin doch nicht blöd, ey. Und tschüss. Dum, 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 dum. Komm, lasst euch beim lebendigen Leib doch verbrennen. Och komm halt runter, runter. Er will nicht runter. Sehe ich nicht dazu, die zu dir hochzukommen. Yeah, ich hab voll den krassen Hammer gefunden. Und hau ich jetzt die kleinen Kinder auf den Kopf, weißt du? Ja, ja, it's a content, will help you. Eine blaue Blume, eine blaue Blume. Eine blaue Blume, die rot ist. Oder so ähnlich. So, ich will jetzt. Ich hoffe, das war das Richtige. Yep. Mehr Content. Dieser Content ist leider GEMA geschützt. Ihr Video wird jetzt gesperrt. Dummirum. Mal gucken, was wir heute rausbekommen. Schon wieder so eine genetische Missbildung. Ich hätte dieses Atomkraftwerk vielleicht doch nicht bauen sollen. Verdammt. Kreis ist in der nächsten Aufnahme wieder weg. So, wer jetzt im City Let's Play von mir guckt, der weiß, wovon ich rede. Ich will diese Box. Ach, schon wieder eine Blume. Eine blaue Blume, die schon wieder rot ist. Ach, ich habe einfach kein Glück mit Blumen. Stell dir mal vor, ich schicke dir jemand Blumen und sage, das sind blaue Blumen, die rot sind. Vielleicht euch auch, warum hat er nicht rote Blumen, die blau sind, gekauft? Hey! Oh mein Gott, was ist das denn Schreckliches? Boah, das ist ja die schlimmste Missbildung von allen, ey. Das geht aber gar nicht. Lalala, wir fahren weiter mit unserem Boot. Wie wir auch so angestrengt paddeln, ist der Wahnsinn. Ich erinnere mich so ein bisschen an Monkey Island jetzt, ich weiß auch nicht warum. So, also im ersten Teil, wo es auch Paddel gab und Boot und Kannibalen. Die irgendwann eine Safe-Tür vor der Hütte hatten, von der Holzhütte. So ging es jetzt eigentlich noch weiter. Und da war es das. Ich glaube, das war es aber, oder? So, wir landen. Warum kann ich jetzt nicht einfach hier landen? Das ist auch so eine Frage. Was ja auch immer so eine Frage ist, ist, wofür ist diese Brücke da unten gut? Kann ich da unten vielleicht anlanden? Ich glaube nicht, ne? Nur am Steg, aber... Das hat mich immer interessiert. Warum ist da so eine sinnfreie Brücke? Help! Wenn ein Deutscher eine Hilfe brauchst, ey. Okay, dann gehen wir mal wieder rüber. Dum di dum 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 di dum 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 dum. Ich habe eine Blume. Diese Viecher sind leider immun gegen meine Blume, aber der nicht. Ja, ihr habt keine Chance, denn ich habe eine Blume. Eine Blume, eine blaue Blume, die rot ist, habe ich. Dum 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 dum. Ihr seid alle dumm, 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 voll nett. Dumm, 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 dumm. Dum 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 dum. Naja, das war klar, ist ja früher oder gegen mal später springen, ne? Könnte auch sagen, früher oder später mal dagegen springen, aber das wäre nicht so lustig. Und ich habe noch einen Stern. Und da ist wieder so ein Pilzhaus. Ein Pilzhaus. Ja, es ist ein Pilz drin. Das mobiles Pilzhaus. Also, Pilz und 20 Münzen. Stern und Blume, hey. Wow, ich habe richtig abgeräumt heute. Ach, Scrolling Level, wie ich sie liebe.
Niemand liebt Scrolling-Level. Wer was anderes behauptet, der lügt einfach. Ach, ich hätte doch gern diese Blume. Brennt! Ich bin ein Pyromane! Ein rechtsradikaler Pyromane. Heil, heil, heil. Wie geil, wie geil, wie geil. Brenn, du nicht brennbarer Block. Und du auch, du nicht brennbarer Block. Haha. Spinnt ihr wohl alle hier jetzt hier mal so total, ne? Wie in, ihr seid nicht ganz dicht hier. Brenne! Ihr werdet nicht immer warm, so ein Mist. Ich krieg euch schon noch, ihr Blöcke. Ich krieg euch alle. Oh, ein Pilz. War ja klar. Ich hab gesagt, ich bekomme niemals drei auf einmal. Ich habe übrigens keine Zeit mehr, verdammt. Jetzt kann ich nicht da runter, sondern muss den langen Weg nehmen. Was ist das denn? Das ist ein Schwanz. Ich hab wieder einen Schwanz. Dum, 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 dum. Und die Ecke, da ist mein Schwanz, ist die wieder weg. Kennt ihr das, wenn ihr euren Schwanz verliert? Plötzlich habt ihr ihn noch und dann ist er plötzlich weg. Wow, wow, komm wieder noch rüber. Ja, ich komm rüber. Ich lebe noch, das überrascht mich jetzt gerade selbst. Ich bin besser, als ich selbst besser bin, als ich besser selbst bin. Ist da vielleicht ein Pilz drin? Nein. Aber tolle Münzen, kann ich mir einen Pilz von kaufen gehen. Im Shop gehen sie es so toll, ganz toll nicht gibt. Ich bleibe einfach da stehen. Und trifft für das Ding eh nicht, weil es so dumm ist. Hey, ein Pilz. Hey, ich hab's getötet. Durch die pure Macht meiner Gedanken. Soll ich jetzt gerne einen Pilz ohne zu sterben? Ah, ja. Fast. Theoretisch geschafft. Theoretisch. Praktisch, ja, beinahe dasselbe. Praktisch auch geschafft. So. Och nö, nicht schon wieder Fisch. Ach, ein Scheiß. Ich hasse Wasser. Jetzt komme ich eh nicht mehr darum. So, also ab in die... Ich sehe es auch fast. Ich hasse Wasser. Mag's auch in der Realität nicht so wirklich. Ich bin so der Freund von Wasser. Deswegen trinke ich auch nur Flüssigkeit, die kein Wasser enthalten ist. Zum Beispiel Bier. Pff. Und da mein Bier ist voll Wasser drin, ist, Basti. Ich steh doch auf der Flasche. Kann nämlich lesen, ey. Und da ist noch irgendein Opfer drin. Und Salz oder sowas ist auch noch drin. Steht nämlich auf der Flasche und ich kann lesen. Bleib da! Oh, 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 geh weg. Au, 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 mein Kopf blutet. Ist schon ganz rot da oben an meinem Kopf. Oh, sind diese lustigen... War ja klar, die da jetzt gleich wieder reinschwimmen. Das konnte doch gar nicht anders kommen. Bup, 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 bup. Ah, das ist raffiniert. Nö, da bildet sich oben keiner. Das ist nicht raffiniert, das ist viel zu einfach. Mir ist total komisch. Und mein Kopf blutet. Und ich bin geistig zurückgeblieben plötzlich. Nicht, dass ich das vorher noch nicht war.
Ui. Komm mal runter. Soll er vielleicht nicht unbedingt da stehen, wo er dann runterkommt. Na komm. Hahaha, voll erwischt. Und tschüss. Und? Yeah. So, jetzt war deine Scheißhütte platt, Alter. Ah. Yeah. Dieser illegale Sprengstoff zündet voll rein. Oh, soll ich vielleicht nicht so schnell drücken, dann bekomme ich nicht immer so ganz tolle genetische Missbildung. Oh. Eine sehr schöne, nicht lebensfähige genetische Missbildung. Ich erinnere mich an den nicht lustig Videoclip mit Herrn Riedmann und seiner genetischen Modifikation. Ist da oben was drin? Ich krieg das Ding hier nicht zu fassen. Nein, Münzen, toll. Ich hätte lieber so einen Antifisch. Ich wollte unter der durchschwimmen und dem Fisch gleichzeitig ausweichen. Mit einem etwas suboptimalen Ergebnis, sage ich mal. Und damit meine ich ein durchaus nicht so gutes Ergebnis. Ich war schon voll in seinem Maul, oder? Hoch! Hoch! Ich will hoch! Nee, da unten will ich gar nicht erst hin wieder. Und dann will ich in die Röhre, die sich mitbewegt und... Dann will ich auf diese Brücke, will ich auf diese Brücke? Scheinbar ja. Und ich habe schon wieder einen Starren. Einen Starni. Ein Starmi halt, Moment. Falsches Spiel. Was ist das für ein Level? Ein Level, in dem ich erstmal unter einen Gegner hinlaufe und dann da stehen bleibe, weil ich drehen will und dann sterbe. Sehr gut. Ich lasse mal wieder voll drauf. Okay, das funktioniert auch nicht, wenn ich in seinen Kopf springe. Kopflos! Ah, verdammt, der hat einen Stahlhelm drauf. Er hat einen unsichtbaren Stahlhelm. Ach, so ein Mist. So, Ruhe jetzt hier. So. Tollele, ich muss hier Angst haben vor Blumen. Ah, da, da, da. Bomben laufen ja auch noch rum, ja. Ich habe gar keine Pilze eingeworfen. Haha, habe ich doch gewusst, dass da was ist. Ja, komm. Ich hab's doch selbst nicht. Jungs, ich beschmeiß euch hier mit Blöcken. Geht sterben. Blockuland. Nicht Legoland, Blockuland. Oh. So muss ich denn jetzt hin? Da lang schon mal nicht. Und was ist da links? Nicht. Vermutlich nichts. Also gut, gehen wir da nicht lang. Ich experimentiere doch hier nicht. Ich bin zielgerichtet, ohne jeglichen Fehler auf das Ziel gerichtet. Meistens. Wenn ich nicht gerade dabei bin zu sterben. Oh, cool, ist voll wie vom Level, ey. Voll langweilig, LP, ey. So pissig und spassig von dem Tube. What the fuck? Boah, ich hab voll gecheatet, ey. Ich hab das Game kaputt gemacht, ey. Yeah, fünfmal. Fünf Treppenstufen, da wir jetzt hochsteigen. Und ich krieg wieder das Kartenhaus. Scheiße, ich hab mir nicht gemerkt, wo die Karten waren. Aber die hatte ich eh noch nicht. Ah, die hatte ich schon. Yeah, 10 Münzen!
Pilz war doch, riecht er nicht schon ein? Nein, da war er schon mal nicht. Okay. Mein letztes Mal wollte ich es mir gar nicht merken und hab's mir gemerkt. Hier wollte ich es mir merken und hab's mir nicht gemerkt. Sehr gut. Ich erkenne kein Muster. Jetzt ist die Brücke zu. Oh mein Gott, es ist ein fettes Nilpferd. Es ist deine Mutter. Ja, komm, Luftschiff und so. Hey, guck mal, ein Luftschiff. Wo kommt das denn auf einmal her? Das überrascht mich jetzt. Ich habe noch gar nicht die Story von dem Spiel erzählt. Ach, das mache ich bei der nächsten Aufnahme. Bin mal gespannt, wie lange ich weiß gar nicht, wie lange ich aufnehme schon. So lange kann es noch nicht sein. Die werfen mit Knochen oder Schraubenschlüssel oder was auch immer das ist. Ich weiß bis heute nicht, was genau das ist. Wow, ich lebe noch. Überrascht mich jetzt gerade. Ich weiß bis heute nicht so genau, was das sein soll. Ah, den Pilz hier, ne? Den werfe ich mir mal kurz mit ein. Ja, um hier gleich wieder zu verlieren. Kann hier übrigens nicht nach vorne schrauben. Das will, weiß ich aber nicht. Nein, scheinbar will ich es nicht. Och nö, jetzt muss ich den Tunnel zurücklaufen. Voll scheiße, wenn man ständig durch enge, nasse Röhren kriechen muss. Kapiert, enge, nasse Röhren. Verstehe ich nicht. Kennt ihr das, wenn ihr eure eigenen Witze nicht versteht? Ich schon. Blub, blub, blub. Ach komm! Das war auch jetzt gemein. Ich würde einfach mal höher fliegen mit dem Luftschiffen. Dann käme ich vielleicht nicht ständig wieder rauf. Hm? Beziehungsweise ich würde aufhören, ständig einen Anker zu werfen. Voll dumm, ey. Ich wäre voll viel besser als der Gegner, ey. Ha! Hast du wohl so gedacht, Kleiner, aber ich bin dir überlegen. Ich kann nämlich springen im Gegensatz zu deinen Kanonenkugeln-Dingens. Oh, nicht reinrennen? Oh, sondern da reinspringen. Ich baue aber gerade eine Scheiße. Kannst du eh nicht entkommen? Ich weiß, wo dein Auto steht. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Du weißt, wo dein Luftschiff luftschifft. Okay, das klingt scheiße. Ich weiß, wo ich noch 5 Leben habe. Dass ich noch 5 Leben habe. Dupp. Dupp. Ich stehe hier auf meiner Kanone. Ich habe so eine lange, harte Kanone im Blick. Den Pilz hätte ich gerne wieder. Oh, um ihn dann gleich wieder zu verlieren. Oh, oh, oh. So, also hier haben wir festgestellt, dass ich hier nicht oben rum möchte. Sondern lieber unten lang gehen. Und dann da hoch und hoch und hoch und hoch und hoch und hoch und ich habe irgendwie schon wieder Grafik-Glitches, warum auch immer. Und 1, 2 und 3. Ich kann ja einfach die Schraube rausziehen, dann fällt das Schiff auseinander, Problem gelöst. Warum muss ich denn da extra noch so viel Umstand machen? Hä? Kann man nicht? Weißt du, unsichtbar? Nein. Ich glaube beim ersten Mal unsichtbar, scheiße. Du bist voll hässlich. Du wirst scheiß Ringe, die nicht verschwinden. Oh, und in die ich natürlich erstmal reinspringen. Das ist eine Frau, seit wann können Frauen denn so fahren? Die fahren ja nicht, die fahren. Luftschiffe fahren. Das ist voll unrealistisch, dieses Spiel. Frauen können nicht fahren. Das ist. Gleich das Spiel scheiße ist, ey. Dann soll ich vielleicht langsam mal aufhören, da ständig reinzuspringen.
Es würde vielleicht den Spielfluss beschleunigen. Ha, er hat gar nicht geschossen. Oh, doch jetzt. Ich freue mich schon auf die letzte Welt, wo alles irgendwie auf mich schießen tut. Ach. Ich bringe den Pilz immer sehr weit mit. Ach komm! Wow, wie ich es gerade nicht gebacken bekomme, dieses scheiß Schiff dazu. Oh, jetzt mal wieder außenrum. Wird man dabei, ja, ganz dumm. Wie es nicht schaffen, dieses eine scheiß Luftschiff zu machen. Komm schon, jetzt aber. Wir gehen nämlich langsam schon wieder die Leben aus. So, tschüss. Tschüss. Und tschüss. Und jetzt weiter. Und hoch. So. Ich glaube, es ist Zeit, eine Aufnahmepause zu machen. Das will mir auch das Spiel, glaube ich, damit sagen. Oh, mach mal Pause, ey. Kannst eh nix, also kannst auch gleich aufhören. Ach nein! Glaub's ja nicht. Oh, jetzt darf ich da schon wieder von da drüben anlaufen. Wie ist jetzt die Brücke unten? Hab ich noch irgend so was Einfaches zum Verbrauchen? Nein. Das hebe ich mir auf, wenn ich nochmal sterbe. Was ich jetzt doch mein Glück vermeiden sollte, vielleicht ein bisschen. So ein bisschen. Kleines bisschen. Und tschüss und tschüss und tschüss. Hallo Kanone. Ich stehe auf große Kanonen. Moment. Das könnte man jetzt missverstehen. Den Satz sollte ich nochmal ganz neu formulieren. Oh. Ach, scheiße, nicht geduckt. Ach komm! Ja, ich sterbe jetzt doch an diesem scheiß Luftschiff, ich glaub's nicht. Jetzt soll ich den ganzen Weg wieder laufen. Hoch rüber. Nicht. Rüber. So, jetzt aber. Jetzt bin ich gleich da. Gleich. Für große Herausforderungen brauchen wir große Gegenstände, aber ich habe nur einen Schwanz. Tapfer nehme ich meinen Schwanz in die Hand und fliege los. Oh, ich soll vielleicht nicht so vor der Kanone rumspringen, damit. Haha! Ha! Ha! Mist. Ja. So, sehr gut. Dumme Kanonen, ey. Voll alle zur Hölle, Mann. Mist. So, geht doch, läuft doch. Jetzt aber, mit dem letzten Leben, Mann. Ja, weniger als im letzten Leben ist es ja langweilig. So, ich schraube die Schraube raus und die alle runterfallen und sterben, Mann. Hui, jetzt habe ich schon einen Moment lang Angst, dass mich die Schrauben noch treffen. Na, ich springe erstmal auf die. Was? Nein! Scheiße! Boah, fuck. Ach, fick dich! Ist doch ein schönes Ende für heute, oder? Ich wollte es ja auch dämmern, wenn er es bis dahin angeschaut hat. Was er wahrscheinlich tun wird. Egal, Karl! Save and quit! Save and quit! Das war's für heute mit Super Mario Bros. 3. Ich mach dann spätestens dann weiter, wenn Dämon so weit ist. Also nie. Egal, Karl. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.